Mathilde, hallo. Genau, ich hatte jetzt hier noch ein Projekt mir gerade ausgedacht, und zwar ist mir aufgefallen, dass wir hier in dem Spiel noch ganz viele schöne Sachen haben, die wir uns aufstellen können, die so ein Deko-Scheiß. Dekoscheiß, Bombardierkopf, und wir machen das so wie beim Predator, ne? Bei Predator 2 hat man das gesehen, dann haben sie im Schiff extra so eine Wand, wo sie quasi die ganzen Trophäen sammeln. Das machen wir hier auch. Das wird der Trophäenraum. Der wird nicht hübsch werden. Das wird einfach ein eckiger Raum. Zack, fertig. Keine Fenster brauchen wir nicht. Da kommen nur Trophäen. Da Das ist Heinrichs Sache. Ich halte mich da raus. müssen wir halt Viecher jagen. Müssen wir Und wie eh. ihr seht, ich habe so ein bisschen aufgeräumt. Mal gucken, wie Nee, lange das ich nicht. anhält. Ja, aber unsere Zuschauer haben das gesehen, weil ich das Ding gerade gezeigt habe. Ja, ich hole noch einmal eine Runde Gras und dann können wir von mir aus los. So, wir brauchen auch nur noch einmal Buckrubber für unser Bouncy Web. Guck mal, was Ja. man dafür braucht. Bu -bu 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 -bu. Acid Gland und Zap. Ich glaube, das haben wir sogar noch da. Sepp haben wir noch da. 13 oder so Stück. Oh! Acid Gland Holy haben wir, fuck! glaube ich, von den La von Holy den. fuck! Was denn? Hier ist ein Apfel! Ein Apfel. Oh, kannst du ihn Seit essen? wann ist da ein Apfel? Ja, mit eine bessere Axt kannst du ihn abarbeiten. Wir brauchen die bessere Axt. Aber seit wann ist da ein Apfel? Noch nie gesehen. Doch noch dieses Acid Gland von den. Ach, da. Von den hier Marienkäferlarven. Ja, die Arschameisen, die kommen gleich wieder. Und nimm den guten Apfel mit. Ja, die Leute, die So. diesen Garten besitzen, das müssen solche Schweine sein. Solche Messis. Ich baue jetzt das Bouncy Web fertig und dann hüpfe ich da drauf ein bisschen. Jo. Alter! Ah, ich will auch gleich testen. Ja, ich komme. Es steht leider ein bisschen schräg, das ist ein bisschen doof. Ja, das konnte man da nicht so gut aufstellen. Darum dachte ich mir, das war so die beste Position da in der Ecke. Boah, da springt man voll hoch, man tut sich weh, wenn man darüber runterfällt. Ja, du hast doch was, um eine weichere Landung zu machen. Echt? Na, hier, wie heißen die Teile? Die habe ich Ja, gar aber die nicht. schleppe ich normalerweise nicht mit mir rum, wenn ich nicht gerade runterspringen will. Ich versuche nicht zu viel mit mir rumzuschleppen. Ja, ich auch. Darum habe ich immer so viel dabei. Zeig mal. Ist das so schlimm? Und ouch. Oh, es ist ein bisschen Aua. Ich komme nicht vorwärts. Ja, das liegt daran, dass es schräg ist. Das schleudert dich nach hinten. Alternative Physik. Nee, das ist keine alternative Physik. Wenn du auf einem schrägen Trampolin stehst, dann schleudert dich das Ja, in die ist ja Richtung, in die es geneigt klar. ist. Ja, Mathilde. Dann braucht man hier. Da muss hier noch so ein Ding hin, dass man so nach vorne springt. So, wir wollen Upsi. Spider. Bup, und danach Warte da. mal, was brauchten wir nochmal für den besseren? Das weiß ich nicht. Das ist deine Also Baustelle. Lady Buckhead und Ja, Lady oh, wir Buckets. können oh, wir können einen Insektenhammer, glaube ich, bauen. Wieso? Was haben wir? Brauchen wir dafür? Stinkbug Parts, Berry Leather und Boiling Gland. Er baut gleich zwei. Ich hoffe, wir haben genügend Zeug. Ohohoho. Dann mach du das und hol noch mal Gras. Ich sehe schon wieder keine Grastropfen, also keine Wassertropfen. Ah, ich fürchte, es könnte sein, dass wir nur genügend für einen haben. Oh. Nee, ich kann zwei bauen. Yeah. Geilo, wir haben einen Insektenhammer. Ich pack den in die hinterste Kiste, dein. Dann brauche ich den normalen Hammer ja auch gar nicht mehr. Nee. Nimm mal den besseren. Ja.
Aber ich hoffe, dass wir ihn auch einfach mit diesem Quadrizit wieder reparieren können und nicht was Besseres brauchen wie bei Conan. Das hoffe ich auch. Geil. Wir haben den Hammer, 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 haben Hammer, Hammer, Hammer. Lass uns endlich Spinne jagen gehen. Du, ich habe nur auf dich gewartet. Entschuldigung. Jetzt will ich auch den Hammer dabei haben, weil den brauche ich den alten ja nicht. Immer nur aktuelles Werkzeug mitnehmen. Tschüss, alter Hammer. Boah, das hat was für sich. So, Ah, Spinnen. finden wir unterwegs. Hoffentlich. Wo seid ihr, Spinnen? Ich will euch töten. Ich gehe erstmal auf die andere Seite. Siehst du, jetzt habe ich hier gerade dieses Signal bekommen mit diesen RS, dass hier irgendwo in der Richtung. Sollten wir dem vielleicht nachgehen? Ja, wahrscheinlich da beim Blumentopf, wo die Spinne wohnt. Ja, ich habe tatsächlich nichts bekommen. Also bei mir schlägt hier gar nichts aus. Jetzt habe ich nur noch einen Balken. Ich muss in Da diese oben Richtung gehen. vielleicht? Da habe ich zwei. Oh, der war gerade voll. Da oben vielleicht irgendwie? Hier, Fläche oben. Aua! Oh, Entschuldigung, ich wollte das Ach, du Spiderweb Dumme! hauen. Ich Ah. wollte das Spiderweb hauen. Ich hau dir auch gleich. Da oben bestimmt irgendwie drauf. Ja, aber. Oh, die mich. Ich wollte das Spiderweb Ja, das hauen. sagen sie alle. Ich wollte Ja. nur das Spider-Web hauen. Was kann ich dafür, wenn du deine hässliche Visage da in den Weg packst? Ich war da zuerst, zumindest da kommen wir War nicht da hoch. zuerst? Ich war da zuerst. Kann ich klettern? Nein. Ja, egal. Was, die bauen eine Treppe jetzt hoch? Weil das kommt ja eh alle paar Tage wieder. So, da ist auf jeden Fall eine dumme Spinne und da haben wir unseren Spinnabschussposten. Wollen wir jetzt Spinnen töten oder hier? Egal. Dann packe ich hier das nochmal. Ich brauche vier Grashalme. Wenn du willst, kannst du gerade mal Grashalme besorgen. Das sind keine Grashalme, die Nee, dort davon brauchen liegen. wir aber trotzdem einen. Okay. So ein Stamm und brauchen noch vier Okay. Grashalme. Okay, mache ich, mache ich. Und wahrscheinlich müssen wir da oben auch nochmal einbauen. Tubididu. Ach da. So. Nee, komm nicht weit. Ah ja, ich seh das Ding auf jeden Fall. Anderen Seite oder was? Ja, da oben auf dem linken. Noch eine Treppe. Ah, das wird aber nicht reichen, glaube ich. Nein. Kannst du die oben ansetzen, dass wir die nach unten verlängern? Vielleicht Treppe, dann einen normalen Boden und vom Boden kannst du hochspringen vielleicht. Oder wir Oder machen gleich zwei eine. Treppen. Mal, setz mal dran. Oh, jetzt kann ich die zweite nicht dran setzen. Das ist ja Kacke. Zu nah oder was? Hallo. Ich hätte gerne da eine Treppe. Jetzt wird's Chaos.
helfe dir. Dann machen wir es doch so, meine Güte. Ja, wir machen es irgendwie. Ach, warte, warum hast du denn da noch eine dritte angesetzt? Ich hab keine Ahnung. Brauchen wir noch Stämme? Ja. Ja, ich hol mal zwei. Das sind ja noch zwei Treppen, die wir bauen oder so, ne? Ja. Wie war das? Wir wollten Spinnen jagen eigentlich, ne? Ey, ich hab gefragt. Wir können danach auch gerne, aber wenn das Ding hier einmal steht, dann können wir da alle paar Tage hinlaufen und dann es einsammeln. Pinkelt euch wieder unter der Basis weg. Oh, Spinnteil, Ameisenteile, danke. Pack ich gleich mal oben hin. Ja, davon haben wir zu wenig. Ameisenteile? Hm. Naja, wenn ich jetzt eine Ameise ausstopfen möchte, dann brauche ich auch wieder ein paar. Und wenn ich da so ein... Die Treppen sind fertig. Ja, dann kannst du hoch uns einsammeln. Science! 100, das ist Science! So, jetzt wollen wir aber Spinne töten. Wo ich ein Wasser gefunden habe, so ein Scheißverein. Also vorm Blumenkasten war eine. Ja, ich weiß. Die sehe ich gerade. Ich locke die an. Geh du schon mal hoch. Hätten wir auch das hier, So, sie ist angelockt. Scheiß Spinne! Jetzt will sie! Ja, die macht das ja kaputt. Ausdauer. Jetzt hat sich die wieder geheilt. Es ist eine dumme... Punkt. Du hast da was. Schuss. Aber ich glaube, für die Spider-Fangs müssen wir echt so eine Speed-Spinne töten. Ja, aber wie wollen wir die töten, wenn wir mit der normalen schon Probleme haben? Das ist so das, was ich mir überlege. Ich bin nämlich auch schon wieder halb tot. Ah, warte mal, ich kann ja mal einen Smoothie trinken. Smoothie-Time! Ey, ich wollte kein Fiber, geh weg. Pfeile! Kein Fiber. Pfeile-Time. Oh, hier ist ein gelbes Blatt. Ja, es gibt es tatsächlich nur für. Dafür brauchen wir echt die Wolf-Spider. Oh, und ich sehe gerade, ich habe viel zu wenig Pfeile. Ich habe jetzt 57. Ja, ich habe 19. warte, 20, 21. Genau. 22. Immer neue Pfeile. Ja, dann machen wir uns neue Pfeile und dann gehen wir in die Spinnenhöhle, wo wir eh noch eine Rechnung offen haben. Ja. Machen wir. Hast du deine Rüstung nicht an? Nein, weil ich schon eine bessere Schulterplatte habe. Kann man trotzdem den Rest tragen. Habe ich den Rest nicht an? Ach, verdammt, weil ich mich ja umbringen musste. Mann. Sorry, ich muss so häufig sterben, da vergesse ich das schon mal. Das ist auch eine Aussage, ich muss so häufig. Ich kenne das. Guck mal.
Achso, das ist ja hier. So, was wollte ich? Ich wollte Pfeile holen. Ja, ich musste was essen. Essen, trinken. Ich muss erstmal Pfeile machen. So eine Spielfigur ist nie zufrieden. Na. So ein Avatar. Immer will er was. So, jetzt habe ich 62 Pfeile, das sollte reichen. Ich habe kein Wasser mehr. Oh, wie kriege ich denn das da wieder raus? Ah. Danke. Okay. Brauchst du Fiber? Ganz viel Fiber. Oh, trinken. I know I'm a picky eater, but still. Ja. Gut, dann. Auf zur Rache. Und es wird schon wieder dunkel, Heinrich. Oh, ätzend, ey. Vielleicht schaffen wir es, bevor die Sonne untergeht. Mm. Weil wenn es dunkel ist, will ich nicht gegen die Spinne kämpfen. Nein, ich auch nicht. Ich will sehen, aus welcher Richtung sie kommt. Ja. Und nicht erst sterben und dann wissen, von wo sie kam. Oh, Banane. Schade, dass man die nicht befehligen kann, wie bei Ant-Man. Das wäre cool. So, da ist ein Orb-Weaver. Das reicht. Oh, und hier sind ganz viele Milben noch. Ja, Milben kann man auch gebrauchen. Aber scheiß mal auf die Milben, wir wollen erst eine Spinne. Ja, ich will da aber lang. Alter. Hast du Milben Spaß? Ah, weil ich will dem Ob-Weaver nicht in die Fänge laufen. Weil hier oben? So, da drin hockt der Bösewicht. Heinrich? Hm? Wo bist du denn? Hier auf meinem Grashalm. Runter. Ich trau mich nicht runter. So, wo bist du jetzt gerade? Ah, ich bin da mehr oder weniger am Eingang. Aber keine erhöhte Position, ja? Nein. Just give me a second to let my eyes adjust. Ach, so ein Spiderling. Ich dachte echt gerade, jetzt kommt hier das große Böse. So ein kleines Kackvieh. Die machen immer so einen Megakrach. Heinrich, ich hab Angst. Ja, erhöhte Position. Ja, wie soll ich diese Scheißspinne da rauskriegen? Wenn ich auf eine erhöhte Position gehe, hä? Also ich bin eine erhöhte Position. Ist schön für dich. Ich bin safe. Willst du sie rauslocken? Die ist nicht zu Hause. Ja, sie jagt auch nachts. Das ist ja die einzige Spinne, die nachts jagt. Die anderen ich bin schlafen, voll. Ja. Ich habe so viel genommen, wie es ging, aber ich bin jetzt gerade voll. Dann lass abhauen.
Das heißt, nachts ist das Netz links. Warte, ich werf hier ein bisschen was raus, was ich nicht mehr brauche. Bist du da? Den Speer nehme ich mal mit, aber. Ja, der ist fast im Arsch. So, ich gehe noch mal rein. Fiber und das andere ist doch alles. Okay, der Rest ist vernachlässigbar. Der Rest ist Müll, ja. Ja. Gut. Aber wir müssen trotzdem noch so eine scheiß Spinne umbringen, davon mal abgesehen. Ja. Ich überlege, ob wir hier schnell was auf den Stein hochkommen, weißt du? Hm. Da hinten bewegt sich was. Ach nee, das ist nur so ein dummer Orb-Fever. Das ist keine Stämme, ne? Nein. Oh doch, da, ich sehe einen. Ich sehe einen Stamm. Moment. Wasser, Wasser, Wasser. Water filtration tablets need. Zwei brauchen wir, ne? Ja, bringen wir mit. Ich habe erstmal eine Treppe gebaut und dann einen Boden. Drei Gras brauchen wir nicht. Dass wir da irgendwie hochspringen können, vielleicht, weißt du? Mhm. Dass er nur bis hierher kommt und dann aber nicht hier weiter. Dann können wir von hier oben so, fuck you, motherfucker. Mhm. Und jetzt warten wir, bis er kommt. I have limits. Ja, ich gehe auch mal, ich bin mal mutig, ich gehe auch mal nochmal da rein. Ja, vielleicht kannst du ja noch. Also sind auf jeden Fall ein paar Fackeln drin, das wäre nicht das Schlechteste. Okay, Fackeln. Nee, mir geht nur das Symbol auf den Sack, weißt du? Ja, mir auch. My mom always says I light up a room. Ach, tiefer. Nee, du willst raus, ne? Ja. Das Ding ist, ich habe nur Angst, dass wir halt diese scheiß Spinne in der Nacht nicht mehr sehen. Dieses Group Hide brauchen wir nicht, oder? Nö, davon haben wir ganz viel. Das ist. Und auch das dann wahrscheinlich. Dann hole ich da jetzt die letzten zwei, drei Sachen raus und. Weil dann haben wir das Symbol da nicht mehr. Ja, das geht mir auf den Keks. Ah, es ist noch mehr. So, jetzt müsste der scheiß Rucksack weg sein. Ja. Warte, wenn du da auf dem... Werf mir vielleicht mal eine Fackel raus. Die liegt hier an der Seite, hier. Ja, ich muss mir gerade... Hinter dir. Ja, warte, ich habe aus Versehen Tablet aufgehoben. So. Ja, dann mache ich mein Licht aus. Und dann warten wir hier auf die
Fiese Wolfsspinner, ne? Genau, wenn wir hier dann pausieren oder vorspulen. Ja. Gut, dann machen wir das und dann soll ich sagen, bis gleich. Okay. Ja, da sind wir wieder. Ich treffe ihn an. Jo. Ich treffe ihn nicht. Oh. Oh. Jetzt haben wir hier gewartet und jetzt ist er wieder weg. Toll. Ich renne nicht hinterher. Okay, falscher Alarm. Dann warten wir, bis er wieder zurückkommt. Ich habe Angst, ihm hinterher zu steigen. Nee, auf keinen Fall. Der ist schneller als wir. Ah, oh, warte, aber ich sehe das Gras sich da hinten noch bewegen. Der kommt dann wieder. Die haben ja ihre... Die gehen naja. Immer... Ja, hack mal weiter, ich sag dir, wenn sich das Gras bewegt. Nee, dieses Gras hat mich gestört. Achso. Weil wenn ich da, wenn der kommt, dann ist der im Schussweg. Hm. Den will ich nicht haben. Ich will klare Schusslinien haben hier. Hm. Wenn der Wichser kommt. Das wäre eigentlich eine gute Tagesbeschäftigung gewesen, hier sozusagen alles Grasmäßige in der Nähe von dem Umhauen, damit er nichts hat, um sich zu verstecken. Ja, es ist mir noch schon spät eingefallen, dass er halt tagsüber überpennt. Wir hätten ihn noch einfach einbauen können. Vielleicht. Der war ja gar nicht drin. Ah ja, stimmt, der war ja weg. Wo war der Sack? Und wir brauchen ja die Spider-Fangs. Ja, das heißt, das, was wir bauen, brauchen wir auch dann für die Zukunft, weil... Wird er nicht das einzige Mal sein, dass wir ihn töten. Ja, aber dieser scheiß Feigling ist jetzt woanders. Ich weiß, an der Eiche gibt es auch noch Wolfsspinnen, aber... Und ich weiß, da in dem Baum, wo wir die Beeren gesammelt haben, gibt es auch Wolfsspinnen. Aber jetzt sind wir hier. Oh, da bewegt sich was. Selbe Richtung wie vorhin? Ja. Da Richtung gelbes Haus. Geht nach rechts, wieder links mehr. Weiter links. Wieder weiter links. Richtung Teich sozusagen. Jetzt sehe ich wieder nichts. Was wir nicht bedacht haben, Nahrung. Hm. Also trinken habe ich noch, Nahrung geht auch noch, aber... Ja, ich auch. Ich denke mal, wenn die Sonne aufgeht, müssen wir nach Hause und was essen. Ja. Wir sollten von diesem Jerky-Zeug da wahrscheinlich auch nochmal... Sollten wir mehr von bauen, ja. Also ich nehme ja auch immer gerne so für zwischendurch diese Acorn-Bits mit, weil die eigentlich einen ganz gut sättigen, sag ich mal. Und die kriegen wir ja sowieso, wenn wir die Eichelschalen sammeln, gut. Ja, hätte ich auch mitnehmen können. Und dann Mushrooms. Oh, ganz viele Tautropfen sind gerade erschienen. Hm? Ja. Oh ja. Sind einmal so pling aufgeploppt. Und diese scheiß Spinne soll mal ihren Arsch hierher bewegen. Ja, ich habe nur Angst, wenn ich jetzt runtergehe, dass sie dann kommt. Ja, kann ich verstehen. Hätte ich auch. Ich sehe auch leider überhaupt nicht, ob sich irgendwo das Gras bewegt, dass ich dir sagen könnte, geh mal in die und die Richtung. Weißt du, was cool wäre? Wenn man die Grashalme anzünden könnte. Also die Trockenen. Man hätte ja auch so eine Blumenfalle. Wir sollten ja vielleicht mal so eine Blumenfalle aufstellen. Ja, stimmt. Aber dann eher am See, dass wir uns hier hinstellen können und dann auf den See da hinschießen können. Müssen wir hier alles so ein bisschen abroden, dass man ein bisschen freies Sichtfeld hat? Das wäre eine Maßnahme. Aber es ist erst 11:30, also vielleicht kriegen wir sie nochmal vor die Flinte. Ja, hier so am See, da 20 Grashalme, zack, 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 abhauen und dann... Ja. Also so komplett abhauen, also dass da gar nichts mehr bleibt. Rechts würde ich lassen, dann können wir hier zwischendurch was trinken. Hm. And clean. Da ist so ein Aphid. Ja, ich gehe jetzt nicht auf Aphid-Jagd.
Ich habe 80 Pfeile, Mann. Ich will die loswerden. Ich habe... Ey. Also, 79. 79. Ja, ich habe ja noch in meinem alten Rucksack recht viele Pfeile gefunden. Fantastisch. Ja. Oh, da hinten bewegen sich wieder Grashalme. Oh, ich auch. Ich sehe sie. Huh. Oh, ich sehe sie, glaube ich. Oder? Spinne auf Speed, es kommt näher. Es kommt näher. Egal was es ist, auch wenn es Marienkäfer ist, töten wir. Ah, es geht schon wieder weg. Muss doch mal irgendwann nach Hause kommen und schlafen. Echt, ey. War den ganzen Tag nicht zu Hause. Ja, kannst kurz runtergehen, kannst du was zu trinken holen. Du hast die Spinne bei dem Blick, ne? Richtung an, ja, ja. At least it's clean. Ich sehe keine Bewegung. Was machst du da hinten? Rennst du hin, Matthias? Was bist du? Was bist du? Offensichtlich bin ich dumm. Hi. Willst du anlocken? Nein, eigentlich nicht. Bist du der menschliche Köder? Ja, wir müssen sie auch nur einmal treffen, wenn sie kommt. Ja. Das ist so ein Grund, warum ich nie angeln könnte oder jagen. Das Warten geht mir einfach auf den Sack. Ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal Vorspulen. Ja. Na, dann bis gleich. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Die Hacken und die Zehen wollen weitergehen. Wiedersehen, sehen wir nichts. Immer noch keine Spinne. Also eine Stunde geben wir da noch Zeit und dann verpissen wir uns hier. Ja, gucken wir mal, ob wir im Baum eine Wolfsspinne finden. Ich find's ein bisschen ärgerlich. Hat man sich jetzt eine erhöhte Position verschafft, ein bisschen was gebaut? Ja, und dieses Scheißviech kommt nur einmal kurz vorbeigelaufen. Zweimal, aber wir haben es halt nicht getroffen. Ja, man könnte natürlich auch gucken, ob die da hinten irgendwo schläft. Ich bin so entnervt, dass ich waghalsig, mutig, dumm, wie auch immer ihr es nennen wollt, werde. Problem ist, die ist scheiße schnell. Ach, ich bin voll. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass wenn ihr mich ein-, zweimal trifft, bin ich im Arsch. Ja. Definitiv. Da hängt ein Stinkkäfer fest oder ein Arschlochkäfer? Ein Arschlochkäfer. Nice and clean. Ja, hier sind die Beerenbüsche auch.
Die ist bestimmt in den Bärenbusch zurückgelaufen. Und hier sind ganz viele Milben. Ich habe gerade keinen Bock auf euch. Außerdem kann ich nichts mehr, kaum noch was mitnehmen. Ja, ich habe noch eins frei für Milben. Ja, ich habe 40 Maidfass jetzt mit. Aber da hängt ein Bombardierkäfer fest. Wollen wir stattdessen einen Bombardierkäfer töten? Oh, er hängt doch nicht fest. Schau einer an. Guck. Aber hier ist ein schöner Stein. Du kleiner grüner Arsch. Ey, du saure Wichser. Alter, hör auf mich zu bespucken. Jetzt hängt er fest. Hauptsache, der spuckt nicht. Es regnet Pfeile. Ach, keine Ausdauer mehr. Er ist tot, du kannst ihn looten. Und ich hol mir einen Tautropfen. That's not so bad. Ja. Wenn wir schon keine Spinnen töten, dann eben Bombardierkäfer. Aber die Kacke ist, dass wir diese scheiß Spinnen brauchen. Aber das Problem ist, jetzt bin ich ja auch halbwegs voll. Ich könnte den alten Bogen noch wegwerfen. Ein Speer, den brauche ich auch nicht. Komm, hau weg, die Scheiße. Dann habe ich wieder zwei Slots. Wir können natürlich auch in einen Baum klettern und gucken, ob wir da eine Arschlochspinne von hinten irgendwie abschießen können. Ich will jetzt nochmal kurz zur... Hier ist es 7 Uhr. Lass nochmal kurz zur Höhle. Ich will jetzt wissen, ob der jetzt nach Hause gekommen ist oder nicht. Okay. Und dann können wir machen, was du willst. Okay. Da ist die Höhle. Dann guck mal nach. Ist der hier außen drin oder drinnen drin? Der war drinnen drin. Drinnen drin. Drinnen drin. Ich trau mich nicht. Ja, du wolltest gucken. Aber ich höre nichts schnarchen, wenn es dich beruhigt. Ja, das stimmt. Also ich sehe auch nichts drin. Nein, drin ist er nicht. Keine Ahnung, wo die ist. Ich sehe gerade, wir haben einen Trailmarker für Arachnid. Keine Ahnung, was das für ein Arachnid ist. Linken gesetzt. Keine Ahnung, ich glaube, das ist so einer, den Burgle uns mal aufgegeben hat. Ja, gehen wir mal dahin. Komm. Ach, enttäuschende. Ja, ganze Warterei für umsonst, voll ätzend. Also ich bin kein Jägersmann. Richten, aber ich nehme mal ein paar Pilze mit. Dir ist klar, dass unsere Zuschauer gerade nichts außer Richten verstanden haben, oder? Achso. Ich wollte gerade sagen, ich musste mein Headset mal ein bisschen richten. Ich bin ein bisschen nervös, was unter uns erwartet. Oh, Arschloch! Oh, da ist eine Ameisenversammlung. Ihr kleinen Wichser.
bei so einem Häuschen da oben. Oh. Ich muss mal weglaufen. Diese großen Viecher hatten mich entdeckt. Marienkäferlarven oder was das da war. Oh, die Marienkäferlarven können wir gut gebrauchen. Die haben Acid Glands, die brauchen wir für Gummi. Ja, ist aber schon vorgelaufen. Ich wollte es nicht alleine töten. Dumme Fliege. Ach, das ist da oben. Ja, habe ich auch schon gesehen. Aber ich weiß, wo Spinnen wahrscheinlich sind. Oh. Ich will dich ausstopfen. Aber ich glaube auch die sind sollten, glaube ich, am Tag nicht da sein, oder? Also sie ist ziemlich leer. Gibt's irgendwo einen Treff? Ein Spinnentreff? Lass uns mal zu Burgl gehen. Sonst fühle ich mich, dann fühle ich mich nicht ganz so dolle verarscht, weißt du. Ja, aber man kann ja noch Nüsse abarbeiten. Ja, ich wollte noch einen Auftrag holen. Weil wir haben ja jetzt noch einen über. Also einen frei, sozusagen. Oh, ich sehe eine Spinne. Eine Speedspinne? Das ist auf jeden Fall eine Speedspinne, die geht nämlich in deine Richtung. Okay, ich komm raus. Nee, bleib mal drin. Die ist mich vom Eingang gewesen gerade. Oder ist das... Ja, ich höre sie. Seite. Also ich sehe die nicht. Ah, ich sehe sie. Also ich sehe, dass hinter mir. Ja. Ja, ich sehe sie. Aber ich komme leider nicht so an sie ran. Sie ist über mir. Ich sehe die Pfeile, die sich bewegen. Ach scheiße, jetzt hat sie die Pfeile verloren. Nee, nee, die ist irgendwie über mir. Das müsste hier irgendwie zwischen dem Eingang und Blatt sein. Hinterm Blatt wahrscheinlich. Ja. Da klang es zumindest gerade nach ihr. Kann auch sein, dass sie in den Baum reingegangen ist. Weil da bei dem Blatt ist auch der Eingang in den Baum. Oh, ich sehe da, wo sich was bewegt. Ist das eine sichere Position bei dir, oder? Ah, das ist eine normale Orbfieber. Die haben wir hinter uns auch. Fischen, ne? Ah, ich bin unterm Blatt. Das sind hier nur zwei normale Orb-Weaver. Ja. Oh, wie komme ich hier weiter? Ich will jetzt nicht runterfallen. Oh, ich sehe nicht weiter. Oh ja. Dann Attacke, würde ich sagen, ne? Ja, dann töten wir alle hier. Siehst du, die schlafen nämlich am Tag. Na, ah gut, du hast eine Gesundheitsanzeige. Ich hab nämlich... Ah, jetzt wieder. Gibt's nicht so ein Kinderlied zum Aufstehen? Guten Morgen. Die klitzekleine Spinne krabbelte den Abfluss hoch und irgendwie... Ach nee, das wurde mir gerade optisch angezeigt. Jetzt haben wir aber da dummerweise noch zwei andere Spinnen, aber... Ey! Die haut ab! Wer haut ab? Die Wolfsspinne. Bei mir hockt die da noch. Echt? Bei mir läuft die hier weg. Sind da drei Spinnen. Zwei Orb und eine Wolf.
jetzt ist wieder eine Ecke. Da sind das zwei Wolf, nee. Boah, ist da ein Spinnenmassaker da. Jetzt ist die abgehauen. Ja, jetzt sehe ich die Wolfsspinne auch nicht mehr. Jetzt sehe ich sie wieder. Ja, hat geheilt. Der Arsch. Heile mehr. 27, ist da unterm Baum. Ich habe noch 48. Der andere ist auch noch heile. Jetzt kommt noch eine andere Orb. Alter, ich will die nicht im Nahkampf killen. So ein Feigling. Sind da 1000 Heile? Ah, kommt da wieder, aber ist wieder geheilt halt, ne? Ja, voll der feige Sack. Hm. Ja, der geht jetzt da wieder zu seinem Schlafplatz, ne? Hm. Unsere Pfeile sind. Mhm. Aber nicht hier runter. Dass man jetzt da nicht geht er zum Schlafplatz. Also ich traue mich da jetzt nicht, die Pfeile einzusammeln, mit der da liegt. Nee. Vor allem, hier sind ja noch andere Kackspinnen. 4 Maisi, willst du den nicht mal angreifen? Also 24 habe ich noch. Ich habe noch 42. Versuchen wir es. Der wird mir auch teilweise gar nicht angezeigt. Also bei mir ist gerade wieder ziemlich verbuggt. Das Problem ist, der schluckt halt sehr viel an Pfeilen. Ja, ja. Ich habe nur noch 9. 9 Pfeile zum Glück. Hat das was gebracht? Ich habe dich nichts gesehen. Oh, ich habe nämlich gerade ein Dings nach dem geworfen. Also ich habe das Gefühl, ich verletze den gar nicht, weil das bei mir irgendwie verbuggt ist. Ich schieße hier Pfeil nach Pfeil auf den. Oh, es juckt den irgendwie gar nicht. Empty. 60% so von ihm. Oh, jetzt geht er wieder ab. Jetzt bin ich aber richtig empty. Sag ich nur noch meinen Knüppel. Ich habe noch 13 Pfeile. Boah, was hat man da alles reingeballert? 9. Treffen tust du auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, ich habe da ganz viele Pfeile vergebens verschossen. Da brauchen wir ja beide 100 Pfeile für den Typen. Jeder müsste theoretisch 100 haben. Meine Scheiße, den Speer habe ich nicht getroffen. Ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch meine Nahkampfwaffe. Ja, ich auch. Da sind noch 2 andere Spinnen, die auf uns warten. Ich weiß. Oh, die kamen gerade fast hoch gesprungen zu dir. Alter. Komm, spring nochmal. Spring. Komm her! Hüpf! Komm her! Yeah! Hast du das gesehen? Die andere Spinne schießt? Jetzt müssen wir die Obviva nur loswerden, ne? Ja. Eine ist ja weg. Die ist ein bisschen rausgegangen. Das Problem ist, wenn wir runtergehen, kommen wir nicht mehr raus. Jetzt ist die andere wieder da. Hm. Und die hüpft ja nicht. Haben wir die schon mal im Nahkampf getötet? Nee, ne? So halb. Don't even need to boil it. Ach, Mann, die Nerven. Ich überlege, ob ich die weglocken kann.
Das Problem ist... Ach nee, ich hab wieder Platz. Oh, Minosch, jetzt ist ein ganz schlechter Augenblick, um hier auf der Tastatur rumzurennen. Ich gucke mal... Also eine hat mich hier im Visier. Ja, eine hat mich im Visier. Warte mal, hier sind ganz viele Ameisen. Oh, nein, Katze! Ey. Oh, Katze, schmeiß sie weg! Oh, nein, mach es nicht. Bring die hier auf meiner Tastatur rum. Jetzt weiß ich nicht, was passiert ist, weil die Katze einfach... Glaubt. Nichts ist passiert. Ach, da ist er. Wollte gucken, ob ich die Spinne vielleicht zu den Ameisen locken kann. Nee. Hier auf der anderen Seite sind nämlich hier, ganz viele. Hier, ich lock die andere weg. Ja, da habe ich trotzdem immer noch eine. Nein, die andere ist weg. Die andere ist weg. Jetzt ist... Hey, hallo! Spinne! Hier! Arschkrampe! Wuhu! Tutelitu! Habididubidubidu! Muff, muff! Komm her! Komm her! Folge mir! Ja, komm, seine feine Spinne. Ja, schön machst du das. Ja, fein. Soll ich es wagen, runterzukommen? Ja. Ja, fein machst du das. Ja, fein, komm her. Bring deine Freundin mit, komm her. Bup, 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 bup. Ja, kommt her, kommt her. Oh, die kommt. Hey. Hallo. Hey. Ameisen, helft mir! Mami! Hallo! Hast du die Wolfsspinne gekriegt? Ja, ich hab sie gekriegt. Und sie hat sogar zwei Spider-Fangs. Na, weißt du was? Sonst scheiß mal auf die ganzen Pfeile. Ich bin fast tot. Okay, dann lass uns nach Hause gehen. Ich hab zweimal schlagen können und dann... war's das. Gut, dann lass uns nach Hause gehen. Wir haben unsere... Puh, aber dann wissen wir, dass wir hier wahrscheinlich auch nächstes Mal vielleicht eine Wolfsspinne finden. Ups. Ich bin fast tot. Lass mal geradeaus weiter zur Dose laufen. Da was trinken. Okay. Dann heile ich vielleicht wieder. Hm. Wir müssen erstmal wieder hunderte Pfeile machen. Also ich würde sagen, für die Wolfsspinne jeder 100 Stück. Und ordentlich auch hier noch, Dings, wie heißen sie gleich? Speere, weil die hauen besser rein. Ja, dann machen wir noch einen Haufen Speere. Die sind ja billig gemacht, ist ja kein Problem. Aber ich würde da nochmal schnell, falls keine Spinne da ist, ein, zwei Mauern aus Gras bauen, dass der da nicht abhauen kann. Weißt du? Mhm. Diese eine Höhle, wo er reingerannt ist, da hat er sich ja geheilt, diese Sau. Ja. Oh. Lass mal abbauen hier. Da sind noch ein paar Accounts, nehme ich mal mit, haben wir mal liegen lassen, ne? Ja. Hast du deinen geilen Hammer mit? Ja, hab ich. Warum? Meintest du nicht gerade, du willst ein paar Accounts mitnehmen? Nee, hier lagen welche. Okay. So ein paar Bits. Okay. Dann lass uns jetzt aber mal nach Hause gehen. Ja, ich sehe jetzt nicht mehr viel machen. Das war aufregend und lang genug. Ja, ich glaube, wir machen ja auch jetzt einen Break. Ja, den Heimweg nimmst du ja nicht mehr mit. Genau, war ja spannend genug oder auch ein bisschen langweilig, die Jagd. Also, die fand ich ein bisschen langweilig. Ja, aber wir haben das ja vorgespult. Das heißt, das habt ihr ja gar nicht gesehen. Ja, also für uns war es langweiliger als für euch. Ja. Aber das nächste Mal wissen wir gehen direkt hier hin. Ich bin kein Jäger, also ich könnte das nicht da stundenlang in Unterholz sitzen oder liegen und dann auf ein Wildschwein oder eine Ente oder... Aber toll, jetzt habe ich mich... Das, was ich gerade geheilt habe, ich mich wieder... Na ja. Toll. Ja, wie gesagt, ist nicht meins. Könnte ich nicht. Und ja, wenn die Folge euch gefallen hat, dann hinterlasst doch mal gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten... Vorsicht, da rennt irgendwie eine Spinne rum. Ich weiß nicht, was für eine. Wo wohnen wir denn überhaupt? Wo ist denn meine Heimat? Ich sehe keine... Oh, warte, ich habe das Problem, wie auf du Y, auf Y. Ah, ja. Darum habe ich gerade auch gefragt. Du hast das ja gehabt letztes Mal. So, und wie gesagt, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.